Herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ihr Lieben. Ich habe euch ein bisschen was zu zeigen. Tada! Ich darf mir was aussuchen bei der Firma Everyday eCrafts. Ich schreibe euch den Namen hier einmal hin. Natürlich ist der Shop auch unten in der Infobox verlinkt. Schaut da gerne mal rein. Ich verlinke euch alle Produkte, schreibe euch auch die Preise hier irgendwo hin. Und ja, dann schauen wir mal, was da drin ist. Ich freue mich schon, ich weiß ja schon, was drin ist. Ich habe es mir ja auch ausgesucht. Lieferung ging wieder ziemlich flott. 12 Tage war es da. So. Ich habe mir 2 Bilder ausgesucht und einmal diesen tollen Koffer. Ich habe ja schon ein paar von denen und ich finde, man kann von diesen Koffern ja nicht genug bekommen. Ich habe jetzt zum Geburtstag 2 wahnsinnig tolle Koffer bekommen. Oh, ich bin ganz verliebt mit 60er Flaschen. Das hier ist jetzt ein Koffer mit 30 Flaschen. Super, die sind sehr stabil, schön weiche, stoffige Haptik. Und hier haben wir den Koffer. Wir haben hier 30 Fläschchen, wie ihr sehen könnt. Die Fläschchen sind große. Die fassen an die 1200 Steine, meine ich. Und was ich sehr, sehr gut finde, wir haben hier einen Plastikdeckel drauf und keinen Acryldeckel. Das heißt, wenn ihr hier Sticker drauf macht, ihr könnt die super gut wieder entfernen mit dem Stickermaker oder Nagellack. Das macht bei diesem Plastikdeckel nichts aus. Nur wenn ihr Acryldeckel habt, so wie hier unten das Fläschchen, und dann werden die blind. Also dann wird es so milchig, wenn man da mit einem Sticker-Entferner dran geht. Ja, und ich mag diese Koffer so, so gerne. Wie gesagt, passt schön viel rein in die Steinchen. Und man hat da wirklich auch Freude dran. Und es ist schön übersichtlich. Man kann hier sein Toolkit reinmachen, seine restlichen Steine, die vielleicht hier nicht ganz reingepasst haben in die Fläschchen, und hat dann immer alles mit dabei. Dann ist noch einmal hier so ein Stickersheet mit dabei, um vielleicht schon das erste Bild zu beschriften, was ich ganz, ganz toll finde. Also wie gesagt, ich liebe diese Koffer. Ich habe die in unterschiedlichsten Größen hier. Und ja, ich wollte einfach noch mal einen. Und jetzt habe ich einen roten, ich habe schon lilanen, einen orangenen, mintfarbenen. Also ganz, ganz toll. Ich kann euch diese Koffer wirklich nur empfehlen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel neu seid im Diamond Painting, so ein Koffer ist wirklich was ganz, ganz Tolles. So, dann geht's weiter. Das ist ein bisschen geknickt. Ich hoffe, es ist nicht zu stark, aber ich weiß, es sind gegossene Kleber. Das wird sich auch wieder auslegen. Schauen uns das jetzt mal an. So. Man sieht hier halt deutlich, dass die Steine bis hier hingehen, die da reingewickelt sind, und hier hinten nichts mehr. Aber das wird sich auslegen. Also da mache ich mir jetzt keine Sorgen, dass da irgendwie das Bild beschädigt ist oder so. So. Ah ja. Ihr seht es auch schon. Ah, wie schön. Streifen uns mal glatt hier. Also ihr seht, es ist hier geknickt. Sieht man hier auch. Aber man kann auch diese Bilder kann man auch. Was klebt hier dran? Man kann hier diese Bilder auch bügeln. Mit Flüssigkleber auf niedriger Temperatur. Macht euch ein Leintuch drüber, dass es nicht zu heiß wird. Und dann bügelt einfach drüber. Ihr könnt es auch von der Seite bügeln. Dann müsst ihr natürlich die Plastikfolie runternehmen und Backpapier drauf machen. Und dann könnt ihr es auch hier von der Seite bügeln. Und ihr habt ein glattes Bild dann. Also der Flüssigkleber hält das aus. Ja, also ihr seht diesen süßen Elefanten. Und ich fand den so süß, als ich den gesehen habe. Ich musste den einfach haben. Ich finde, das Motiv ist so, so schön. Ich kann mir das auch gut in einem Kinderzimmer vorstellen, gell? Als Bild. Super schön. Wir haben hier ein Bild, das ist 40x50 groß. Wir haben hier 23 Farben. Passt super in unseren Koffer rein. Wir haben hier Zahlen,
Buchstaben und Sonderzeichen und natürlich, was ganz wichtig ist, dem C. Und ich finde es wichtig, weil dann kann man die Steine zurücksortieren, ja. Wir haben hier wieder einen wunderbar klaren Druck. Selbst das E erkennt man gut in dem Blau. Ja, und hier die roten. Auch da erkennt man alles super schön. Und wie ihr erkennt habt, haben wir hier auch eckige Steinchen. Ja, ich habe mir extra ein Bild noch ausgesucht mit eckigen Steinchen. Schauen wir mal, was die Klebekraft sagt. Ja, die ist auch super. Ihr merkt auch schon, das legt sich schon ein bisschen glatt. Weil das nicht so eine ganz so stierische, also manche sind ja ganz dick und das, die ist ein bisschen weicher. Und wenn die so ein bisschen weicher sind, dann legen die sich besser glatt. Was mich jetzt interessiert, es sieht relativ groß aus, ob es wirklich 40x50 ist, aber ich gehe davon aus, es ist kleiner. Ja, wir haben hier 44 cm mal 33,5. Also es ist deutlich, deutlich kleiner. Aber bei dem Motiv, ihr seht, braucht man nicht so eine riesengroß. Also da macht es nichts aus. Es kommt super schön raus. Ich kann euch ja nochmal hier die Vorschau zeigen. Auch da sieht es nicht anders da aus, wie auf dem Bild. Ja, es ist so schön. Es ist so schön, das Bild. Und noch eine tolle Überraschung. Wir haben hier Zipbeutel. Machen wir mal die schönen Farben raus. Oh, da ist irgendwas offen. Ja, das kann sein, dass es hier drin gehängt hat. Machen wir da zack, wieder zurück. Die Beutel sind in dem Fall hier durchnummeriert schon. Kann man auch sehr gut erkennen. Das heißt, wenn man paintet, findet man den Beutel schnell. Das ist natürlich schwarz hier, denke ich mal. Da erkennt man es nicht. Welche Nummer hat es? Ah ja, hier doch, die 2. Und bei die 2 ist, ja, die 310. Ja, dann haben wir hier dieses Türkisfarbene. Und da haben wir noch so einen Braunton. Also, sieht aber schön aus. Also, sehen wirklich schön gleichmäßig aus, die Steinchen. Ja, ich habe wirklich gute Erfahrungen mit den Firmen gemacht. Also, die Steine sind wirklich nicht so schrottig oder so. Dass man sagt, man hat viel verformt, das sind sehr, sehr gleichmäßig. Das Einzige wirklich ist, dass es halt Acrylsteine sind, die sind einen Ticken kleiner. Hier haben wir das Toolkit, ganz einfaches. Ich würde aber sagen, wir schauen uns mal ein paar Steinchen an. Jetzt brauche ich ein Schiff. Ein Schiff. Wartet mal, ich hole kurz ein Schiffchen. Ich hätte jetzt auch das hier nehmen können, aber ich finde, auf dem Grünen erkennt man es nicht so gut wie auf dem Weißen. Ich habe hier so ein einfaches Mosshoff-Schiffchen. Ja, jetzt haben wir mal hier Blau. Hm? Springt mich gerade so an. Welche DMC-Nummer ist? Das ist die 8. Das ist die 792. Ja, die legen sich schön. Das sehe ich schon. Das merke ich schon beim Schütteln. Wenn die sich schön verteilen in den Rillen, dann merke ich das schon, dass die Steine schön gleichmäßig sind. Daran erkennt man das. Und ihr seht es auch im Schiffchen. Also die Steine sehen wirklich gleichmäßig aus. Wie gesagt, sie sind einen kleinen Ticken kleiner als Harzsteinchen. Aber ja, wenn man sauber legt, sage ich jetzt mal dazu, wenn man sauber legt, hat man auch keine Rillen. Ja, sehr schön. Und was mir auch auffällt, was man auch nicht oft hat,
ist, dass man hier dieses 10er-Raster hat. Das ist auch sehr, sehr schön. Weißt du, kann man sich das auch einteilen. Ich zum Beispiel painte immer so 10x10 cm. Und dann kann ich, weiß ich ganz genau, okay, das sind 2,5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und dann kann ich mir das schön freischneiden und kann da schön das anlegen, sozusagen. Ja, jetzt ist mir meine Tüte runtergefallen. Ich muss mal kurz holen. Hier haben wir auch bei der Tüte wieder die Bildnummer und Größe. So. Zack. Rein mit euch. Ja, es lag vorher schöner drin, aber Hauptsache es ist drin. Und dann können wir das auch wieder zusammenrollen. So. Und dann war es noch ein kleines Bild mit runden Steinchen. Dann haben wir so ein bisschen den Vergleich. Und ihr seht immer dann auch, diejenigen, die sich für runde Steinchen interessieren, sehen, wie sind die Steinchen für runde Bilder und umgekehrt genauso. Ja. So. Und ich finde, diese Bilder sind auch nicht teuer. Also, ja. Ja. Da haben wir dieses süße, wundersüße glattlegen. Die Leinwand ist jetzt ein bisschen fester, das merke ich auch direkt beim Glattlegen, aber auch noch gut. So, und zwar habe ich diese zwei süßen Pinguine gesehen. Hier ist nochmal das Vorschaubild. Oh, sind die nicht herzig mit dem Herz da in der Mitte? Oh mein Gott, ist das süß, echt. So, so süß. Winter in Love, sozusagen. Ja. Wir haben hier 22 Farben. Wir haben auch hier wieder Nummern. Was hier cool ist, super. 1, 2, 3, also nach chronologisch. Und hier, ja, okay, hier nicht mehr. Dann. Hier sind es Zahlen und Buchstaben unterschiedlich. Aber immerhin die ersten 10 kann man es gut abkleben. Ja. Kann man uns gleich den Druck anschauen. Sehr schöner Druck. Auch hier alles klar. Auch die 3 erkennt man das R. Süß. Die kleinen Pinguine. Ja, oh schön. Na, darauf freue ich mich jetzt echt. Das ist so, so niedlich. Tipp, 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 tipp. So, machen wir mal hier auch die Klebetest. Ja, auch hier klebt bombig. Super. Und dann haben wir hier noch unsere Steinchen. Hier steht nur die Nummer drauf und die Bildnummer. Aber DMC haben wir ja in unserer Legende. Seht, die sind schön gleichmäßig. Keine Verformungen. Acrylsteinchen. Mein Rund, bei Rund ist es ja auch nochmal so. Rund verzeiht ja auch nochmal ein bisschen mehr als eckig. Ja, super. Mega. Ich freue mich jetzt richtig auf diese kleinen Bildchen. Und so richtig Bock drauf. So. Super schön. Hier haben wir noch ganz viel Weiß und ein kleines bisschen ja, Grün. Also,
Ich finde das Bild wirklich zuckersüß. ich bin gespannt, was ihr sagt. War jetzt nicht so viel zum Zeigen, aber ich denke, man kann sich jetzt auch mal einen guten, guten Eindruck verschaffen. Ihr bekommt natürlich eine Review, sobald das Bild fertig ist. Und dann könnt ihr da auch noch mal sehen, wie es dann aussieht, wenn es gepaintet ist. Ja. Und ich werde tatsächlich auch demnächst, habe ich mir vorgenommen, mal mit euch durch meinen Stash gehen und euch meine angepainteten Bilder zeigen. Ich habe ein bisschen was vor mit euch. Also eigentlich ist es eher umgekehrt. Ich habe ein bisschen was vor mit mir und nehme euch da mit, sagen wir so. Ja, aber wir können hier vielleicht nochmal Kruste größer, aber ist auch ein bisschen kleiner. Hier, ja. Acht, wir haben hier 28 mal 28 und angegeben ist 35 mal 35. Ich habe gedacht, es ist vielleicht 30 mal 30, aber ist doch noch ein bisschen kleiner. Aber dann passt es auch schön in meine Mappe. Das sind nämlich so Bilder, die hänge ich jetzt nicht auf. Die painte ich, weil ich da richtig Lust drauf habe, weil ich Spaß an dem Motiv habe und nicht, weil ich irgendwie sage, ich muss mir das jetzt überall aufhängen. Wie seid ihr da? Paintet ihr ausschließlich Bilder, die ihr auch aufhängt? Oder paintet ihr auch Bilder nur aus Vergnügen? Könnt ihr mir auch mal reinschreiben. Ja. In diesem Sinne, vergesst nicht einen Daumen da oben zu lassen, wenn euch das Video gefallen hat und einen lieben Kommentar. Darüber freue ich mich immer ganz, ganz doll. Und ja, in diesem Sinne, wir sehen uns zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.